viele. Aber viele Deutsche verhalten sich wie der berühmte Frosch im Wasser. Man nimmt ihnen so langsam die Freiheit weg, die Meinungsfreiheit, die demokratischen Grundrechte und keiner merkt's. Viele Menschen denken, ach, ich meine Miete nächsten Monat bezahle, ist wichtiger. Und für diesen Monat stimmt das wahrscheinlich auch. Aber langfristig stimmt es nicht. Demokratie und Freiheitsrechte sind Brot- und Butterfragen. Und irgendwie müssen wir es besser hinkriegen, das mehr Menschen verständlich zu machen. Nur unsere Filterbubble, die reicht dafür nicht. Vor 25 Jahren ist hier in Berlin die Mauer gefallen. Genau da, hinter diesem Tor auf der Mauer, habe ich am 11. November mit meiner Mutter gestanden und mit ungefähr 10-mal so vielen Menschen, wie gerade hier stehen. Wir haben damals ganz viele Lektionen auf einmal gelernt. Zum einen, wenn wir wollen und wenn wir uns zusammenschließen, dann haben wir unfassbar viel Macht. Mehr Macht, als wir damals selber dachten, dass wir sie hätten. Große Veränderungen, selbst wenn sie komplett aussichtslos aussehen, waren damals möglich. Und was einmal möglich ist, das geht auch immer wieder. Wir müssen uns 25 Jahre nach dem Mauerfall daran erinnern, wie das war, wie das ging und wie geil das war. So viele Menschen auf der Straße, die alle eins wollten, Freiheitsrechte wiederhaben. Wir haben damals sogar gelernt, wie man Geheimdienste abschafft. 25 Jahre sind nicht viel, wir wissen das noch. Wir müssen uns nur erinnern und vor allem müssen wir uns an die Power erinnern und an die Energie und wie wichtig damals Freiheitsrechte waren. Wichtiger als bestimmte materielle Dinge. Meinungsfreiheit geht langsam weg. Aber wir merken es jetzt schon. Da auf diesem Transparent steht ein Link, change.org.prism. Eine relativ harmlose Petition, die genau das fordert, was da drauf steht. Stoppt die Massenüberwachung, schützt Whistleblower. Viele Menschen haben das unterschrieben, fast 60.000. Ich habe diese Petition initiiert und deswegen bekam ich ganz viele E-Mails von Menschen, die mir schrieben, sie finden das ganz großartig. Sie würden es auch gerne unterschreiben. Sie trauen sich aber nicht, weil vielleicht wollen sie ja mal in den USA Urlaub machen. Das ist das Ende der Meinungsfreiheit. Wenn wir anfangen, diese kleine Zensurschere im eigenen Kopf zu haben, sind wir nicht mehr frei. Ist das das Ende der Meinungsfreiheit? Das ist der Anfang vom Ende der Demokratie und deswegen ist es so wichtig. Man erzählt uns so bescheuerte Sachen wie Terrorabwehr. Wisst ihr was? Haben wir auch vor 25 Jahren schon gehört. In der DDR hieß die Mauer antifaschistischer Schutzwall. Schützen sollte die uns, die DDR-Bürger. Lachhaft. Damals hat das kein Schwein geglaubt. Und es gibt immer noch zu viele Menschen, die diese Rhetorik von der Terrorabwehr glauben. Die ist genauso bescheuert und genauso verlogen. Es geht wie damals darum, das Volk zu kontrollieren. Ich finde es wichtig, dass wir uns auch im Blick auf die Geschichte Deutschlands daran erinnern, was macht denn Demokratie aus? Eine Demokratie muss in meinen Augen mindestens drei Anforderungen erfüllen, um diesen Namen zu verdienen. Natürlich gehört dazu, freie Wahlen zu haben. Hatten wir damals nicht. Es gehört aber mehr dazu als freie Wahlen. Zu einer Demokratie gehören unantastbare Grundrechte. Und zwar nicht nur in einem Teil der Welt, wie zum Beispiel der analogen. Auch in der digitalen Welt, die Teil dieser Welt ist, müssen Grundrechte unantastbar sein in einer Demokratie. Aber das dritte,
was ich von einer Demokratie erwarte, ist, dass es Methoden gibt, die sind einfach tabu. Die gehören nicht in einen demokratischen Staat. Das ist natürlich die Todesstrafe. Das ist Folter. Und aus diesen Gründen wissen wir schon, dass das da, wofür diese Botschaft steht, keine Demokratie mehr ist. Aber Demokratie... Zu den Methoden, die tabu sein sollten, gehört noch mehr. Und zwar alle Methoden, die Usus sind in totalitären Staaten. Die Methoden eines totalitären Staates sind anlasslose Massenüberwachung. Das hat uns die Stasi gezeigt. Sowas gehört nicht in eine Demokratie. Eine Gesellschaft, die sowas hat, ist keine Demokratie mehr. Entwickeln uns langsam, aber im Moment relativ sicher in einen digitalen Totalitarismus. Das will ich nicht. Und genau deshalb möchte ich, dass wir uns an die Kraft der Wende erinnern. An diesem Ort, 25 Jahre später, dass wir wissen, es war damals möglich, Demokratie zu erkämpfen, Freiheitsrechte zurückzuholen, Geheimdienste abzuschaffen, Einsicht und Transparenz zu erlangen. Wenn das damals geht, geht das auch heute. Noch stärker dafür kämpfen und viel mehr Menschen ins Boot holen. Redet mit Nachbarn und Arbeitskollegen und nicht bloß auf Twitter. Ruft Abgeordnete an, schreibt denen Briefe, so richtig auf Papier. Mir haben Abgeordnete erzählt, wie wichtig die solche Papierbriefe nehmen. Wenn sie es nur auf dem Wege verstehen können, dann sollen sie ihre Scheißbriefe kriegen. Es gibt Menschen, die sagen, unser Internet ist kaputt. Und wahrscheinlich ist es in der freien, unabhängigen Form, wie wir das kannten oder dachten zu haben, tatsächlich kaputt. Aber auch das kann man ändern. Wir müssen Druck aufbauen auf Regierungen. Wir müssen uns mit den Technikern vernetzen. Es muss das Internet neu erfunden werden. Ein Internet nach dem Internet. Ein Internet 2.0 von mir aus. Ist egal, wie man das nennt. Aber eins, das von vorne bis hinten verschlüsselt ist. In das kein Geheimdienst reinkommt und keine Staatsbehörde. Eines, in dem wir wieder frei sein können und Privatsphäre wieder Privatsphäre ist. Auch das ist möglich. Und noch was Letztes möchte ich sagen. Wir haben damals für Demokratie gekämpft und ich finde es toll, dass wir sie gekriegt haben. Aber Demokratie ist kein Geschenk für die Ewigkeit. Niemand sagt, dass sie da bleibt, nur weil sie mal da war. Und wenn uns ein Senator Murphy aus den USA erzählt, we are the good guys, we don't do evil with your data, dann kann ich nur lachen. Aber selbst wenn man es ihm glauben würde, oder Angela Merkel oder dem BND oder dem Verfassungsschutz, dass er die Verfassung schützen möchte, das war ein Witz gerade, selbst wenn man es denen glauben würde, mein Papa ist 80 Jahre alt, der sagt, er hat 10 Jahre Nazi-Zeit erlebt und 40 Jahre DDR. Der kürzeste Zeitraum seines Lebens war in einer Demokratie. Mein Papa sagt mir, woher soll ich denn das Vertrauen nehmen, dass die jetzt länger bleibt? Woher denn, wenn in einem einzigen Leben rechte und linke Extreme da waren und in beiden Fällen Daten benutzt wurden, um das Volk zu manipulieren und Rechte zu beseitigen? Wir können uns der Demokratie nicht sicher sein. So wie wir sie damals erkämpfen mussten, müssen wir sie verteidigen. Sonst verschwindet sie von unten. Durch Geheimdienste und auf anderen Wegen. Lasst uns dafür kämpfen, dass wir Demokratie auch noch haben, wenn unsere Kinder erwachsen sein werden. Dankeschön.